Im Supercup Dortmund besiegt, im Pokal souverän in die nächste Runde eingezogen und in der Bundesliga nach 2 Siegen in 2 Spielen die Tabellenführung. Für das Team von Neutrainer Carlo Ancelotti hätten die ersten Pflichtspiele der Saison gar nicht besser laufen können. Und nun möchten die Bayern nach zuletzt 3 Halbfinalteilnahmen natürlich auch in der Champions League einen guten Start gegen FK Rostov hinlegen. Wir wollen natürlich Champions League-Sieger werden, aber wir sind nicht die Einzigen, das wissen wir. Wir als FC Bayern werden sicherlich hier niemanden unterschätzen. Und wir freuen uns einfach, dass die Champions League-Saison mit einem Heimspiel losgeht. Dass es eine sehr erfahrene Mannschaft ist, viele Spieler auch über 30 Jahre schon alt sind. Und sie haben in der Relegation Ajax Amsterdam geschlagen. Und das heißt ja, dass sie auch fußballerisch was drauf haben. Besonders gute Nachrichten gibt es aus dem Verletztenlager zu vermelden. Gestern konnten Jerome Boateng und Arjen Robben zum ersten Mal Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Und auch Kingsley Coman muss sich nicht mehr allzu lange gedulden. Robin and Boateng, they are doing individual session. Yesterday they start to train with us. Today they train with us, but they need to do individual session to improve their condition, and they will be able maybe in the squad for to play next week, so or the week after. Kingsley, we use this week to prepare him well for Saturday, and so he will not. On the bench tomorrow. In den nationalen Wettbewerben haben die Bayern einen nahezu perfekten Saisonstart hingelegt. Nun gilt es im ersten Duell der Vereinsgeschichte gegen den russischen Vertreter aus Rostov, auch im internationalen Wettbewerb den ersten Schritt in Richtung K.O.-Runden zu gehen. Und ein Mann muss sich um seinen Platz in der Startaufstellung schon mal keine Sorgen machen. Spielt Joshua Kimmich morgen vielleicht mal von Anfang an? Das ist eine Frage. Ha ha ha.